Also 50 Rubine. Hat sich gelohnt, ne? Dass wir das gekauft haben. Das Blöde ist, ich habe, glaube ich, im Spiel eingestellt, dass ich den Rumpel ausgestellt habe. Weil ich persönlich mag das gar nicht so. Macht zwar ein geiles Spielerlebnis, aber für Aufnahmen sind das halt, ist das halt schlecht. Also ich mag es jetzt nicht, wenn ich in der Aufnahme hier so einen Vibrator drin habe. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ba, 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 ba. Was, ich habe mal eine Frage. Gab es in deinem Urlaub, dass du oder deine Frau nicht essen wolltest? Amazon? Boah, keine Ahnung. Ich glaube schon. So. Ach, da gab's ja. Ach, da gibt's ja keinen für. Ah ja, verstehe. Dann haben wir Salia. Mertendo, hallihallo, schön, dass du da bist. Wie geht's dir stets? Magst du nur den Randomizer von BOTW, Tears of Healing nicht? Oder allgemein? Ich mag die allgemein leider nicht so, die Games. Sind leider nicht so mein Fall. Bin ich ganz ehrlich. So, warte mal, ich muss jetzt erstmal gucken, was hatte ich denn jetzt schon alles? Song of Storm hatte ich. Song of Time müssen wir noch spielen. Sun Song hat man, glaube ich, auch. Ich glaube, Lulubali hat man noch nicht. Ich spiele gerade falsch rum. So. Song of Time. Dum, da, da, dum, da, du, du, du. Mir geht's auch gut, danke. Danke der Nachfrage. Paper Mario ist doof. Warum ist Paper Mario doof? Guck mal, wie viel Kohle wir bekommen hier. Nice. Und der fehlt, glaube ich, noch. Dann haben wir alle, ne? Und dann müssen wir das Minispiel machen. Das ist eklig. So, das war der letzte. Ich mag keine Plattenfigur. Okay. So, 50. Und jetzt kommt der Supercore. Ich freue mich auf 7. Juni. Da kommt Skyward Sword HD Randomizer raus. Ach ja. Cool. Könnte man ja mal ausprobieren. Ah ja. Das war ja schnell falsch. Aber das erste ist A, ne? Okay, A. A, links, rechts, runter, links, rechts, runter, A, runter. Okay, das dauert ein bisschen, Leute. Okay, das mal wieder runter. Nee, das war... Nein! Ich hasse es. Okay, da kommt A runter, A abwechselnd, so komisch. Da kommt rechts, okay. Da kommt links, Mann! Und dann kommt gleich als letztes, kommt einmal oben, ne? Ne, kommt A wieder. Ah, fertig. Geil. Ah, perfekt, great. Noch ein Herzteil. Mann, schade. Ich hätte mich gefreut, wenn wir noch irgendein Special-Item bekommen hätten. Na gut, dann haben wir das auch. Wir sind bei 5 Minuten, genau. So, Leute, dann würde ich sagen, jetzt groß machen wieder. Was fehlt denn noch an Items? Der Longshot? Ich
glaube, die Lichtpfeile. Ich glaube, dann haben wir alles. Oder? Wir gucken gleich mal. Ja, Lichtpfeile, Longshot. Und ansonsten haben wir alles. Sind nur noch zwei Items und halt die Medaillen, die zwei. Hey, Susanne spendet 10 Euro. Ich danke dir, Susanne. Das war bestimmt für die tolle Froscheinlage. Njau. Dankeschön, Susanne. Mit dem coolen Smiley da vor allem, der da rumhüpft. Kann ich so welche Smileys auch selber machen? Oder gibt es die nur so von YouTube? Endlich Frösche fertig. Yay! So, wir machen uns wieder groß und jetzt geht es in den Spirit-Tempel als Erwachsener. Mit Schlüsseln. Mit vielen Schlüsseln. Warte mal. So. Habe ich mir gemerkt. Nice. Ja, den Combo Randomizer habe ich übrigens auch so eingestellt, dass man teilweise Items, die man sonst nur bei Majora's Mask nutzen könnte, auch in Ocarina of Time nutzen kann. Also teilweise. Ist schon sehr interessant. Bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Game. Auf den Combo Randomizer. Und bin auch ein bisschen ehrfürchtig davor. Weil Majora's Mask ist halt auch nicht so mein stärkstes Spiel. Da brauche ich dann euch auf jeden Fall auch mit an meiner Seite. Oh Gott. Ah, den Fahrstuhl habe ich schon aktiviert. Den werde ich jetzt auch gleich mal... Und wir drehen das Rad. Kirito wünscht sich das. Okay. Let's go. Bam, bam. Spirit Temple, ich habe einen eigenen Tempel. Ja. Und freut euch vor allem auf morgen. Morgen 9 Uhr. Da kommt der wahrscheinlich beste Zelda Ocarina of Time Hack, den es gibt. Auf Kanal. Morgen 9 Uhr startet der. Also ein angespielt. Ist aktuell noch in der Demo, aber schon sehr, sehr ausgereift. So geile Elemente. Teilweise hast du da auf dem Schild, hast du Abilities drauf, also Fähigkeiten drauf. Du kannst verschiedene Schilde kaufen, die verschiedene Fähigkeiten haben. Und damit hast du dann so Lifestyle und sowas. Und hast eine Feder als Ocarina of Time, in Ocarina of Time und kannst damit springen. Und du hast eine Tasche, damit kannst du dir einen neuen C-Button dazu kaufen. Das ist so geil, Leute. Das ist... Boah. Und neue Rätsel. Das ist so geil. Ich war geflasht, als ich das gespielt habe. Schaut da auf jeden Fall morgen rein, das ist hammermäßig. Also ich kann es nicht anders sagen. So. So, wir ziehen uns mal... Ah ne, warte mal. Doch, ich kann mich darüber ziehen zu dem, oder? Ich habe nur den kurzen. Ich habe nur den kurzen, Leute. Nein! Oh. Nein! Du Penner! Zelda Park mit Achterbahn. Okay, einer ist tot. Also ich würde es cool finden, wenn es sowas gäbe, aber ich bin halt echt nicht der Achterbahn-Typ. Da habe ich echt Probleme mit. Könnt ihr alle Achterbahn fahren ohne Probleme? Ich werde den erstmal wegsnipern mit dem Bogen, glaube ich. Hey, lauf Achterbahn. Yay, Achterbahn. Finde ich krass, dass ihr euch da einfach so hingeben könnt. Also ich bin da total raus, auf jeden Fall. So, der hier ist böse, glaube ich, ne? Der hier, ja. So, und dann schieben wir mal das Ding da drauf. Da haben wir ja auch ein Juwel, bei der an der Brust. Da werde ich auch gleich mal raufschießen. Ich glaube, da können wir irgendwas mitmachen.
Ich weiß noch nicht was. Oder, nee, ist schon an. Da war irgendein Kristall wahrscheinlich mit aktiviert. Oben ist eine Skulti. Können wir was später holen. Warte mal, ich muss glaube ich noch ein bisschen nach links. 5 Minuten? Oh! Ja, du hast recht, Gogando. Ich habe noch gar nicht die neue Strafe gelesen. Ich bin ja auch doof. Ich war immer noch bei Anvisieren. Geil. Ja. Man sollte halt mal lesen, was man da würfelt, ne? Oh nein. Geht das überhaupt? Ach nö, ist die Statue echt beschissen. Ah, nee, das habe ich doof gemacht. Ich muss nochmal raus und nochmal rein. Mann! Na, na, na. Einmal reicht. Shadow, einmal reicht. Ich pack's gleich mal weg hier. Ja, das war sinnlos. Das sind ja auch Verbrauchs-Items. Warte mal, Ocarina und Hammer. So. So, einmal hier rüber, einmal in die Fresse bekommen und dann, ja, toll. Ach ja, wir hängen mal wieder schön an so einer Stelle fest, ne? I love it. Mann, warum? Ich hab's halt echt unpassend runtergeschoben, die Statue. Ich sollte ein bisschen besser zielen. Ja, tschüss. So. Zack. Jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen konzentrieren beim Statue runterschieben. Sei die Statue. Bisschen noch nach links. Und dann kommt auch so ein komischer Raum, ne? Ich erinnere mich, wir waren ja schon einmal in dem Raum, sind dann nur wieder umgekehrt. Ich glaube, so geht's, oder? Da wollen wir lieber noch ein Stück. Komm, einmal mache ich noch. So. So. Ja, morgen muss ich leider schon in die Nachtschicht. Das nervt mich ein bisschen. Sehr kurzes Wochenende diesmal. Ja, dafür komme ich halt Freitag früh aus der Nachtschicht und dann Feierabend. Der pünktliche Streamende hat sich dank 2 Sachen um 10 Minuten nach hinten geschoben. Nee, nee, ich habe schon gesagt, wir werden es aufs nächste Mal verschieben. Wir werden es aufs nächste Mal verschieben. So, das ist jetzt natürlich ärgerlich hier. Kann ich diesen ganzen Block da schieben? Okay, da kommt erstmal eine Schatzkiste. Kann ich das ganze Ding hier schieben? Ist ja der Hammer. Heilige Scheiße. So. Denk einfach dran, irgendwann musst du vielleicht nicht mehr zur Frühschicht, weil du dann auf YouTube leben kannst. Wäre cool. Würde ich feiern. So, warte mal, wir holen uns mal schnell die Schatzkiste. Wow. War der Plan zumindest. Mensch, diese Augen, ne? Die sind so nervig. So. Schlüssel, okay. Wir haben 3 Schlüssel mittlerweile. Aber was nützen mir die Schlüssel? Ich komme halt gerade nicht weiter. So, warte mal, den Stein hier. Verschiebe ich mal ein bisschen. Und dann, let's go. Krass, was Link alles... Ah Gott. Okay, das hat nicht so gut funktioniert.
Mann, nervt doch jemand anderen. Mann, die machen doch viel mehr Schaden als sonst, oder? Mich nervt's gerade, dass ich die Fackel nicht anzünden darf. Ah doch, warte mal. Darf ich? Dins Feuerentferner ist kein Verbrauchs-Item. Ich darf Fackeln anzünden. Haha! Ausgetrickst, Leute! Eva, ich darf nicht. Ich darf keine Bomben benutzen. Ich darf leider keine Bomben gerade benutzen. Das ist das Problem bei der Sache. Okay, Tür ist offen. Aber es ist kein Verbrauch-Item. Eva, ist kein Verbrauch-Item. Dins Feuerentferner ist danach ja nicht weg. Aber irgendwo ist ein Skulti. Ach ja, okay. So, gönnen wir uns mal, würde ich sagen. Und ich glaube, hier ist ja jetzt normalerweise der Boss- oder Mini-Bosskampf vom jungen Link. Normalerweise kann man hier als junger Link hin. Okay, zwei. Aber es geht ja eigentlich. Wir hatten schon drei. Okay, aber wenn ich jetzt einen angreife, ich hoffe dann... Jo, triggert nur einer. Also alles easy. Kein Problem. So easy. Na, easy. So, erstes Item, Leute. Erstes Item. Hm? Wo ist mein Item? Kein Item. Aber ich kann darüber. Hm. Ah! Cool. Babaram, babaram. Du, 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 du.